Wie viele leere Gesichter haben Sie auf den Rängen geblickt? Ich habe in gar keins geblickt. Ich habe auf den Boden geguckt. Weil Sie selber so frustriert sind nach dieser Niederlage? Ja, bin schon sehr enttäuscht, ja. Bitte verzeihen Sie mir, ich mache jetzt keine Spielanalyse. Will ich jetzt gerade einfach nicht. Das müssen wir intern machen, aber jetzt hier heute verloren zu haben, es tut schon weh. Also für mich, man kann mir gerne sagen, und das nehme ich dann auch gerne dankend an, ich bin ein Drecksack auf dem Feld. Bin ich auch. Und das habe ich mir auch angeeignet in den Jahren. Natürlich blocke ich ihn ein bisschen. Und alles, was danach passiert, ist in meinen Augen nichts, was auf dem Fußballplatz gehört. Genauso wenig wie in Unterhaching. Die Szene gehört auch nicht auf dem Fußballplatz. Aber wir haben im Moment die Entscheidung gegen uns dann. Es wäre mal schön, einfach den Schiedsrichter hier auch mal regelmäßig nach dem Spiel stehen zu haben. Weil ich hätte auch mich mal gerne informiert. Ich habe den Schiedsrichter gefragt, was eigentlich die Regel ist, wenn das Spielgerät defekt ist. Wie es dann weitergeht. Muss das Spiel unterbrochen werden. Das Spielgerät war defekt vor dem Einwurf zum 3-1. Deswegen ist unser Spieler an der Außenlinie stehen geblieben. Hat es dem Linienrichter viermal gesagt, der Ball ist kaputt. Der Ball ist kaputt. Der Ball ist kaputt. So, dann spielt. Gab keine Reaktion. Dann schießen wir den Ball ins Aus und Ferl macht einen Einwurf zum 3-1. Das ist das Wichtigste heute bei allen strittigen Szenen, die stattgefunden haben. War das von uns? Das kann nicht unser Anspruch sein. Also das kann nicht unser Anspruch als Mannschaft sein, dass wir hier auf dem Dienstagabend den Ferl verlieren. Bei allem Respekt vor Ferl und herzlichen Glückwunsch an Ferl, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Unser Trainerteam hat den Fußball nicht neu erfunden. Aber unser Trainerteam gibt uns als Mannschaft einen ganz, ganz klaren Plan an die Hand. Und im Moment muss man einfach sagen, schaffen wir es als Spieler nicht, diesen Plan, den wir 2, 3, 4 Mal vorm Spiel durchgehen, schaffen wir nicht, den umzusetzen. Kriegen wir nicht hin, aus unterschiedlichsten Gründen. Also ich kenne die Gründe und jeder Einzelne da drin kennt die Gründe auch. Ihr kennt sie nicht, ihr würdet sie jetzt auch nicht kennenlernen, weil wir das intern besprechen müssen. Aber ich sage das nochmal, das Trainerteam hat einen Plan, jedes Spiel. Und wir kriegen es, in Unterhaching haben wir es hingekriegt und die letzten beiden Spiele haben wir es nicht geschafft, diesen Plan umzusetzen.